Was war die Woche? Wir sagen es euch. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Was war die Woche? Wir haben wieder heiße Themen für euch aufbereitet und ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem Kommentar der Woche. Letzte Woche war das Wort der Woche Deutschland. Ihr habt wieder toll kommentiert und der beste Kommentar kam meiner Meinung nach von Lennart Graf. Und Lennart Graf hat kommentiert, mit Deutschland verbinde ich das Video von Christoph Krachten mit dem Schlandlied. Und wer jetzt nicht weiß, was das Schlandlied war, Schland, oh Schland, wir sind von dir begeistert. Total toll. Das neue Wort der Woche ist das Wort Party. Wenn ihr nicht wisst, was ist das denn Party? Ja, schreibt's rein. Eure Gedanken zum Thema, meine Gedanken zum Thema Party sind Abstürze, Drogenexzesse, ja. Bunga Bunga. 2019, das ist mein erster Gedanke. Und ihr seht in meiner Frisur schon, die Friseure dürfen bald wieder öffnen. Ich werde natürlich direkt am Start sein. Ich freue mich sehr darauf. Evi Regavi, ne? Ey, super, du bist ein Künstler, was ich liebe. Nein. Du machst Musik, die ich liebe. Okay, kann ich anfangen? Ja, gern. Ein Koala hat in Australien zunächst eine Massenkarambolage ausgelöst und sich anschließend selbst ans Steuer gesetzt. Hier seht ihr es. Ja, starke Rückenbehaarung, Mundraum riecht nach Scheiße und Eukalyptusbonbon, fehlende Fahrexpertise oder wie jedes deutsche Taxiunternehmen sagen würde, sie sind eingestellt. TikTok wird offizieller Partner der UEFA Euro 2020. Die Inhalte der Spiele mit deutscher Beteiligung findet man dann in der Rubrik Cringe-TikToks. Zum Glück dauern diese auch nur maximal 60 Sekunden. Länger bleibt die DFB-Elf sowieso nicht im Turnier. Damn, son, you shoot short, man. Am vergangenen Dienstag brachte Lena einen gesunden Jungen zur Welt. Für Mark Forster kam die Geburt überraschend. Er dachte, das Kind kommt übermorgen. Okay. Da bist du Trainer einer Mannschaft, die niemand mag, gewinnst einen Pokal, für den sich niemand interessiert und keine zwei Sekunden nach Schlusspfiff haben sogenannte Experten nichts Besseres zu tun, als dich und deine 20 Millionärskumpel aufs Übelste zu kritisieren. So erging es Bayern-Coach Hansi Flick, als SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach öffentlich die Kicker-Kaffeefahrt zur Club-WM in Richtung Katar kritisierte. Mir persönlich leuchtete Lauterbachs Kritik nicht wirklich ein. Schließlich haben die Bayern und Katar einiges gemeinsam. Beide treten etwas mit Füßen und das äußerst erfolgreich. Die einen Bälle, die anderen Menschenrechte. Aber um es mit den Worten von WDR-Ehrenintendant Tom Büro zu sagen. Heißt der Tom Büro? Wie ein Büro? Du weißt es, ne? Du bist ein Perfektionist. Ich bin der Normal, geh mal hoch. Aber um es mit den Worten von WDR-Ehrenintendant Tom Büro zu sagen. Don't get me wrong. Nicht falsch verstehen, ich hab nichts gegen diesen affengeilen Emiraten. Im Gegenteil, Katar wurde jüngst mächtig viel Unrecht getan. So kritisierte man Katars Top-Funktionär Scheich Juan bin Hamad bin Khalifa Al-Thani für sein Verhalten nach dem Club-WM-Finale, weil er zwei Schiedsrichterinnen den Faustgruß verweigert haben soll. Ja, dabei lag der Fehler klar bei den beiden Schiri-Damen. Sie hätten statt der Hand einfach die Wange hinhalten müssen. Was sagt ihr zum Thema Club-WM? Habt ihr es geguckt? Wie egal ist euch dieser Pokal? Und habt ihr Bock auf eine tolle Reise nach Katar? Schreibt mich an, dann fliegen wir zusammen hin. Vergangene Woche hieß es. Hallo. Sophia Thiel ist back und wir alle fragen uns. Wo warst du, als ich dich gestern so sehr brauchte? Ja, wo war Sophia Thiel die letzten zwei Jahre? Weder online noch offline ließ sie sich blicken. Depression, Burnout, YouTube-Passwort vergessen oder passte sie einfach nicht mehr durch die Wohnungstür? Eine Mischung aus allem, würde ich sagen, ja? Hier eine kleine Erklärung von Sophia. Ich konnte ziemlich schlecht Nein sagen und deswegen habe ich zu allem Ja gesagt. Also wir haben da 11 Projekte gleichzeitig gemacht und ich habe meine eigenen Grenzen nicht so wirklich gekannt. Kamen halt dann immer mehr Sachen hoch, sei es eben von früher oder halt so eine gewisse Problematik bei mir. Es sind ja schon zuvor natürlich einige Dinge immer mehr schief gelaufen und ich habe einfach die Kontrolle über alles verloren. Sophia ist einiges über den Kopf gewachsen. Nicht nur ihre Nackenmuskulatur, sondern auch ihre vielen Projekte. Workouts, Sportklamotten, gesunde Ernährung, kredibile TV-Projekte.
Alles das, was in meinem Leben aktuell noch weniger stattfindet als Sex und lückenloser Bartwuchs, hat Sophia krank gemacht. Daraufhin zog sich Sophia aus der Öffentlichkeit zurück und arbeitete an ihrer psychischen und physischen Verfassung. Würde ich dem Drachenlord übrigens auch mal empfehlen, aber Etzeler hat ja schon alles gemacht. Schuld sind die Hater. Gemacht gehabt. Für mich kommt Sophia Thiels Comeback sogar überraschender als die Schul- und Kita-Öffnungen. Ihr Comeback kostet aber wenigstens keine Menschenleben. Liebe Sophia, herzlich willkommen zurück im großen Showbusiness. Habt ihr Sophia Thiel vermisst? Freut ihr euch über ihr Comeback? Und sollen wir sie vielleicht mal in unser Wohnzimmer einladen? Schreibt sie in die Kommentare! Ach ja, Instagram, eine tolle Plattform, um einfach mal Seele, Ego oder ungefragt Pimmel baumeln zu lassen. Aber wusstet ihr, dass euer persönliches Insta-Profil viel mehr über euch verrät, als nur, dass ihr euch vor 2 Stunden den besten Humus-Rap in Town reingezimmert oder in letzter Zeit voll viel Gedanken um Body-Positivity gemacht habt? Das furzt ihr nämlich voll freiwillig ins Instagram-Universum in Form von Stories oder Postings. Ich spreche davon, dass Insta verrät, wo ihr euch gerade befindet oder vor kurzem aufgehalten habt. Und so geht's. Einfach Profil eurer Wahl suchen, ja, auf die 3 Punkte und dann auf Infos zu diesem Konto klicken. Voila, Standort wird angezeigt. Crazy, oder? Kommen wir nun zu Kult-Influencerin Bibis Beauty Palace. Die versorgt ihre knapp der Fötusgröße entsprungenen Fans, nämlich mit gewohnt ulkigem Daily-Content wie diesem hier. Das ist eine Limette, ja? Mhm. Und das ist Zitrone. Was für eine fette Zitrone, oder? Ja. Und was für eine geile Küche. Entstanden ist dieser Knallerclip, nämlich in Bibis und Julians Wahnsinnsvilla im schönen Köln. Komisch nur, dass uns sowohl Bibis als auch Julians und der Instagram-Account MyBilou noch diesen aktuellen Standort anzeigen. Malediven. Eieiei. Servieren die Beauty Palaces ihren milchzähnigen Megafans etwa voraufgezeichnete Videoschnipsel, um ungestört Urlaub auf den Malediven machen zu können? Immerhin war die verdammt vermögende Family ja vor kurzem schon mal auf diesem fantastischen Fleckchen Erde und erntete dafür kiloweise Kritik. Der damalige Vorwurf: Malle-Urlaub trotz Gefahr durch Zika-Virus. Übrigens nicht zu verwechseln mit dem Zickenvirus, an dem Caroline Kebekus während unseres Comedy-Preisgewinns lädt. Aber wer kann es Bibi schon verübeln? Ne? Die Malediven sind unfassbar schön. So schön, dass mir fast die Worte fehlen. Hey, vielleicht voraufgezeichnete Bibi-Insta-Story auf einem deutschen Parkplatz. Wie schön ist es auf den Malediven nochmal? Heute ist richtig gutes Wetter. Es ist gar nicht kalt, die Sonne scheint und ich freue mich irgendwie voll, dass ich jetzt rausgekommen bin. Nun kann man sagen, Bibi und Anhang waren Ende Januar noch auf den Malediven. Jetzt ist Mitte Februar. Vielleicht hängt der Instagram-Standort einfach ein paar Wochen hinterher. Ich möchte an dieser Stelle nochmal Tom, den deutschen Eric Clapton Buru, zitieren. Don't get me wrong. Versteht mich nicht falsch, das kann natürlich sein. Komisch nur, dass die Beauty Palaces, die mit ihren Fans sonst von Stuhlgang bis Stullen schmieren, alles teilen, eines urplötzlich nicht mehr teilen möchten. Ihren Instagram-Standort deaktiviert. Nichts mehr zu sehen. Nochmal, wir können natürlich nichts beweisen. Und vielleicht gibt es mittlerweile auch ein Statement aus dem Donutschaum-Imperium Beauty Palace, das alles aufklärt. Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass hinter Bibi ein knallharter Businessplan steht. Sie weiß, wie sie sich geben und was sie tun muss, damit sie die BFF ihrer Fans bleibt. Ja, und da passt ein Maledivenurlaub eben nicht so rein, gerade nicht in der heutigen Zeit. Also, liebe Freunde, schreibt uns mal, was sagt ihr dazu? Glaubt ihr, die liebe Bibi sonnt sich gerade irgendwo? Oder glaubt ihr, sie ist wirklich irgendwo in Köln, macht ihrem Julian die Nudelreste von gestern? Und das ist einfach alles so, wie es auch gezeigt wird. Schreibt's rein. Der Mann, um den es jetzt geht, säuft Bier, raucht Crack, zieht Crystal Meth, schmeißt LSD und rappt. Von wem rede ich? Was? Wie die Herren? Falsch. Der rappt ja gar nicht. Die Rede ist natürlich von Ekelrapper Felix Krull. Wie? Ihr kennt Felix Krull nicht? Stellt euch vor, Rin und ein in die Jahre gekommener Pfandautomat würden ein Kind zeugen. Ladies and Gentlemen, Felix Krull, a.k.a. Dr. Allmann. Doch worum geht's in dem Streifen? Das klären wir in der Fab-Ecke. Oh.
Räudige Reviews, tropfnasse Tipps und prickelnde Picks. Hier bleibt kein Promi-Prängel unkommentiert. Herzlich willkommen zur Fab-Ecke. Den Stoßstreifen vom Skandalsprechsänger gibt's für ein paar Kröten bei OnlyFans zu kaufen, ja? Er bietet tätowierte Gliedmaßen, Höhepunkte in Hochkant, dauert ca. 25 Minuten und trägt den Titel Schieb mich ganz anders. Mein überaus geschätzter Kollege Robert Hoffmann hat die passenden Worte gefunden. Eine Geschichte, die sich trägt, dadurch, dass sie mit klarem Auge inszeniert ist, aber auch mit einer Offenherzigkeit gespielt ist und vor allem auch dann hingucken will, die Kamera, wo manche Menschen schon mal gerne weggucken. Das macht ihn zu einem warmen und dennoch traurigen Film. Habt ihr noch weitere Tipps, Tricks, Links für die nächste Fab-Ecke? Dann schickt uns doch bei Instagram. Das habe ich gerade gerotzt hier auf den geilen Tisch. Wir sind in der Endcard und diese werden wir jetzt nicht selber moderieren, sondern wir möchten mit einem großen Applaus Celine auf die Bühne holen. Celine macht ist nämlich unsere Volo und die wird jetzt sagen, was es oben und was es unten gibt. Oben gibt es die Playlist der aktuellen Druckstaffel von Fatou und unten ist die letzte Folge von WWDW. Auf Worldwide Wiedersehen und Farewell.